Warum gibt es Flugzeuge, die instabil konstruiert werden oder mit negativer statischer Stabilität? Ja, wenn man zum Beispiel sehr wendige Flugzeuge haben möchte, die ja sehr schnell auf die Steuerbewegung des Piloten reagieren sollen. Natürlich besonders interessant für Militärjets. Das geht sogar so weit, dass diese Maschinen ohne die Flugsteuerung für einen Piloten eigentlich nicht mehr beherrschbar wären. In dem Video heute schauen wir uns die wichtigsten Punkte von Raketen an und klären die Frage, war der berühmteste amerikanische Raketenwissenschaftler Robert Goddard in Wahrheit ein Vollidiot? Ist dir bestimmt schon aufgefallen, Feuerwerksraketen fliegen relativ gerade, wenn man sie abfeuert. Aber wenn man einen erwischt hat, deren Holzstiel abgebrochen ist oder irgendein Brain den Stiel extra abbricht, weil ja Gewicht sparen, ja, dann pimmelt die nur so wild herum. Das liegt nicht am veränderten Gewichtsschwerpunkt, sondern tatsächlich hat der Holzstab die gleiche Funktion wie die Federn an einem Pfeil und sorgt für die Stabilisierung des Flugs durch den Fahrtwind. Das wusste man in China übrigens schon vor 700 Jahren. Obwohl das mit dem stabilisierenden Stab vermutlich die meisten Menschen wissen, starten sie ihre Raketen bei Seitenwind trotzdem komplett falsch. Dazu aber gleich mehr. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Bei allen Raketen und Raumschiffen muss uns die Position des Gewichtsschwerpunkts interessieren, sowie der Angriffspunkt des Schubvektors. Bei Raketen, die in der Atmosphäre fliegen, kommt noch der Druckpunkt dazu. Vermutlich ziemlich einleuchtend ist bei einer Rakete der Angriffspunkt des Schubvektors. Er befindet sich dort, wo das Triebwerk eben gegen die Rakete drückt. Im Englischen Center of Thrust oder kurz COT. Die beiden anderen Punkte, die sind nur gedachte Punkte. Also beim Gewichtsschwerpunkt zum Beispiel stellt man sich alle Masse konzentriert an einem Punkt vor. Dem sogenannten Massenmittelpunkt im Englischen Center of Gravity, kurz COG. In Wirklichkeit sorgt jedes einzelne Atom an seinem Ort für die Massenverteilung eines Körpers. Auch wenn das total diskriminierend für jedes einzelne Atom ist, kann man mit dieser Vereinfachung ziemlich gut rechnen. Naja, und wenn die Wirklinie des Schubvektors nicht durch den Massenmittelpunkt geht, bekomme ich eine Rotation, das heißt eine Drehung. Das ist übrigens auch der Grund, warum sich an der ISS manche Dockingports besser zum Reboost eignen als andere. Siehe dazu meine meistgeschaute Technik-Episode auf Senkrechtstarter, die verlinke ich dir unter dem Video. Wenn etwas in der Atmosphäre fliegt, habe ich noch die Kräfte aus der Aerodynamik auf meine Rakete oder mein Flugobjekt. Aerodynamik, das kann etwas ziemlich Kompliziertes sein, aber der Druckpunkt, der verwurstet alle an einem Körper angreifenden Druckkräfte zu einer resultierenden Kraft, die durch einen gedachten Punkt geht. Den Druckpunkt oder im Englischen Center of Pressure, kurz COP. Wenn ich eine Rakete starten möchte, muss die resultierende Kraft aus allen an der Rakete angreifenden Kräften in Flugrichtung zeigen. Ja, sonst fliegt die Rakete nicht in die gewünschte Richtung. Dass sich die Masse über den Flugverlauf verändert und je nach Höhe und Geschwindigkeit sich auch die Aerodynamik ändert, die aerodynamischen Kräfte verändern, macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Wenn wir uns eine startende Rakete als Besenstiel vorstellen, ja, und unseren Finger als Triebwerk, dann ist die Ausgleichbewegung zum Balancieren des, ja, der Rakete die Schubvektorsteuerung, die dafür sorgt, dass die Rakete nicht umfällt. Was passiert, wenn die Schubvektorsteuerung falsche Sensordaten bekommt? Ja, das kann man sehr, sehr gut an dem Start einer Proton-Rakete sehen. Ist auch in meinem Top 10 Videos über explodierende Raketen. Verlinke ich dir auch unten in der Beschreibung. Aber Moment, Modell- oder Feuerwerksraketen werden ja nicht aktiv gesteuert, sondern fliegen von sich aus relativ gerade. Jo, das liegt, wie eingangs erwähnt, daran, dass der Holzstab wie ein Leitwerk wirkt. Das bringt uns zurück zum Druckpunkt. Wenn wir uns vereinfachend ein Wetterfähnchen im Wind vorstellen, dann ist der Großteil der Fläche des Fähnchens hinter dem Drehpunkt des Fähnchens. Wenn der Wind dann seine Richtung ändert, drückt er gegen diese Fläche, verdreht das Windfähnchen und der Zeigepfeil zeigt dann in die Richtung, aus der der Wind jetzt kommt. Wenn sich jetzt nicht das Fluid, in dem Fall der Wind, bewegt, sondern die Rakete, das Flugzeug oder ein U-Boot, haben wir den gleichen Effekt. Nur, dass sich das Fahrzeug nicht um einen Haltepunkt am Kirchturm bewegt, sondern um seinen eigenen Gewichtsschwerpunkt. Bei der Konstruktion von Flugzeugen nutzt man diese Physik, um zum Beispiel das Flugverhalten für den Piloten einfacher zu machen. Hier wird von statischer Stabilität gesprochen. Ein Flugzeug mit positiver statischer Stabilität neigt dazu, in seine ursprüngliche Fluglage zurückzukehren. Wenn das Flugzeug in eine Turbulenz gerät und die Nase nach oben nickt,
senkt sich die Nase danach eigenständig wieder ab und das Flugzeug kehrt in seine ursprüngliche Fluglage zurück. Ein Flugzeug mit neutraler, statischer Stabilität neigt dazu, seine Fluglage beizubehalten. Das ist beim Kunstflug zum Beispiel vorteilhaft. Um das Beispiel mit der Turbulenz wieder zu nutzen, ja, Nase kippt hoch und Flugzeug fliegt dann in dieser Richtung weiter. Bei negativer Stabilität will das Flugzeug nach dem Auslenken sogar noch weiter in diese Richtung drehen. Für die meisten Flugzeuge ist das aber kein wünschenswerter Zustand. Warum gibt es Flugzeuge, die instabil konstruiert werden oder mit negativer statischer Stabilität? Ja, wenn man zum Beispiel sehr wendige Flugzeuge haben möchte, die ja sehr schnell auf die Steuerbewegung des Piloten reagieren sollen. Natürlich besonders interessant für Militärjets. Das geht sogar so weit, dass diese Maschinen ohne die Flugsteuerung für einen Piloten eigentlich nicht mehr beherrschbar wären. Gutes Beispiel ist die X-29 mit ihrem Gewichtsschwerpunkt sehr weit hinter dem Auftriebsschwerpunkt, was bei jedem Papierflieger sofort zum Abstürzen führen würde. Wenn dich das Thema Flugsteuerung und Luftfahrt mehr interessiert, kann ich dir sehr den YouTube-Kanal Aeronews Germany ans Herz legen. Verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wir wollten hier ja aber über Raketen sprechen. Wenn man an seiner Feuerwerksrakete zufällig nicht den Luxus einer Schubvektorsteuerung hat, sollte der Druckpunkt hinter dem Massenmittelpunkt liegen. Je weiter hinter dem Massenmittelpunkt, umso stabiler ist dann der Flug. Wenn man seine Rakete schon gebaut hat und das Verschieben der Masse nicht so einfach möglich ist, können kleine Leitwerke hinten dabei helfen, den Druckpunkt zu verschieben. Okay, aber das stabilisiert die Rakete ja nur gegen den selbst erzeugten Fahrtwind. Wie ist denn das jetzt bei Seitenwind? Vermutlich kannst du dir jetzt schon denken, was ich meinte mit Falschstarten bei Seitenwind. Denn wenn die Rakete fliegt und der Wind von der Seite kommt, ist die dominierende Kraft nicht die des Windes, der die Rakete nach Lee, also in die windabgewandte Seite trägt. Vielmehr dreht die Rakete mit der Spitze nach Luv, weil der Seitenwind am Druckpunkt angreift und die Rakete so um den Massenmittelpunkt in den Wind dreht. Wenn du also in der Nähe von redgedeckten Häusern startest, was man by the way sowieso nicht machen sollte, ist es eine ganz dumme Idee zu glauben, die Rakete würde ja durch den Wind vom Haus weggetragen werden. Also nicht machen. Jetzt aber endlich zur absichtlich bösen Eingangsfrage. War der berühmteste amerikanische Raketenwissenschaftler Robert Goddard, nachdem unter anderem das Goddard Space Flight Center der NASA benannt wurde, in Wahrheit nicht so clever? Anlass für diese wüste Behauptung ist ein Foto, auf dem man Goddard neben der ersten Rakete mit Flüssigtreibstoffantrieb sehen kann. Zur Erklärung, das Gittergestell, an dem sich Goddard hier festhält, ist nur die Startrampe. Die Rakete Nell steht in der Mitte und reicht aber tatsächlich von Boden bis zur Spitze. Und oben an der Spitze sieht man die zylindrische Brennkammer und darunter die Düse. Die Treibstofftanks für das Benzin und den Sauerstoff, die befinden sich hingegen unten an der Rakete. Das heißt, bei der Zündung hat das Triebwerk sein Abgas gegen die Tanks gefeuert. Die hatte Goddard aber in weiser Voraussicht mit einer Asbestspitze gegen das Abgas geschützt. Warum hat er das denn gemacht? Ja, wenn man die Rakete oben an der Düse festhält, aber der Massenschwerpunkt unten ist, sieht das natürlich erstmal aus wie ein Pendel, das sich selbstständig wie ein Stehaufmännchen stabilisiert. Da scheint es logisch, dass das Triebwerk die Rakete nach oben zieht und der Gewichtsschwerpunkt darunter die Rakete immer aufrecht zeigen lässt. Nein, Fehlannahme. Weil nämlich das Gewicht der Rakete als Kraft genau durch ihren Massenschwerpunkt wirkt und so die Schwerkraft kein Drehmoment ausübt. Aus Stabilitätsgründen muss ich mir den Stress also nicht machen, die Treibstoffleitung extra hochzuführen und den Tank gegen das Abgas zu schützen. Ich kann die Brennkammer und die Düse einfach unten an der Rakete anbringen, so wie heute auch fast alle Raketen. Das erkannte auch Goddard und spätere Modelle bekamen ihre Triebwerke dann unten. Er erkannte außerdem, dass das alleinige Anbringen von Führungsklappen am Ende nicht ausreicht, um die Rakete gerade fliegen zu lassen. Unser Beispiel also mit dem Seitenwind. Um die Rakete aktiv zu stabilisieren, konstruierte er gyroskopisch stabilisierte Klappen im Abgasstrahl. Und das beantwortet auch unsere Frage. Nein, Goddard war natürlich kein Vollidiot, sondern in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Pionier der Raketenwissenschaft. Ja, traurige Geschichte, von seinen Kollegen wurde er nicht so wirklich ernst genommen. In den USA galten Raketen bis zum Zweiten Weltkrieg als Kinderspielzeug. Buzz Aldrin hat mal über Goddard gesagt: Wenn man in den USA visionärer gewesen wäre und ihn mit den Mitteln ausgestattet hätte, die ein Werner von Braun von den Nazis bekam, wären die amerikanischen Raketen schon im Zweiten Weltkrieg deutlich weiter gewesen. Was bin ich froh, dass ihr so freizügig mit eurer Anerkennung seid und meine Videos liked. Wenn dir das Video heute wieder gefallen hat, also gerne ein Like da lassen, damit der YouTube-Algorithmus schnell lernt, was guter Raumfahrt-Content auf Deutsch ist. Da fehlt ihm leider bisher das Material zum Lernen.
Ich möchte mich wieder ganz, ganz besonders bei meinen Schutzengeln bedanken, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht Senkrechtstarter möglich. Ihr helft mit, aktiv den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Als kleines Dankeschön bekommt ihr meine Videos vorab und ohne Werbung. Wenn du auch ein Senkrechtstarter werden möchtest und auch Senkrechtstarter monetär unterstützen möchtest, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einer Mitgliedschaft. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und seid gut rübergekommen. Freut euch nach diesem abgefahrenen Raumfahrtjahr auf das nächste, auf Jahr 2023. Ich kann euch versprechen, die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo!